Hallo liebe Follower, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich ein neues Video für Sie teilen. Vergessen Sie nicht, dem Kanal zu folgen, mein Video zu liken und uns zu unterstützen, um immer über die brandneuen Nachrichten von Serkan Keyoğlu und Özge Gürel informiert zu sein. Kommen wir nun zu unserem Video. Serkan Keyoğlu und Özge Gürel, zwei berühmte Schauspieler, die vor einem Monat das Welthaus betraten, sprachen in einem Interview übereinander. Welcher Aspekt von Serkan und Özge gefällt dir am besten? Was haben sie übereinander gedacht, als sie sich kennengelernt haben? Was sind deine größten Träume, die du gemeinsam verwirklichen möchtest? Was sind deine Lieblingseigenschaften aneinander und welche Antworten haben sie gegeben? Punkt. Das Paar Özge Gürel und Serkan Keyoğlu, das sich am Set der Cherry Season Serie kennengelernt und ihre Liebesbeziehung begonnen hatte, brachte seine siebenjährige Zweisamkeit an den Hochzeitstisch. Unsere geliebten Spieler Serkan Keyoğlu und Özge Gürel, die das Welthaus betraten, sprachen in dem Interview, das sie dem Magazin gaben, über ihre Ehe und Zukunftspläne. Das Paar sprach mehr über die Situation in den Häusern des anderen. Schauen Sie, was sie sagten. Wir bitten Sie, sich in ein paar Sätzen zu beschreiben. Özge, diese paar Sätze sind überhaupt nichts für mich. Ich kann Serkan nicht beschreiben, aber was ich fühlte, als ich mit ihm zusammen war, mit Serkan zusammen zu sein, ist wie ein Spaziergang durch ein exotisches Land mit einer Politik, die bei Sonnenuntergang bis zum Meer reicht. Die Sonne ist noch nicht untergegangen, ein leichter Wind weht, eine unbeschreibliche Leichtigkeit der Freude. In der Unruhe fühle ich mich erleichtert. Ich denke, das ist der richtige Satz. Die Sonne ist noch nicht untergegangen, ein leichter Wind weht, eine unbeschreibliche Leichtigkeit der Freude. Unruhig sein. Wenn ich bei dir bin, fühle ich mich erleichtert. Ich denke, das ist der richtige Satz. Serkan, du kannst nachts nicht schlafen. Özge wacht morgens unglücklich wie ein Kind auf. Sie schaut sich gerne Horrorfilme mit halbgeschlossenen Augen an, dann schaltet sie